Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, oh, schon wieder eine Kampfzone. Ja, immer noch. Beziehungsweise keine Kampfzone, sondern immer noch das Rohstoffabbaugebiet. Allerdings nur, naja, die halbe Folge ungefähr lang. Wir ballern hier jetzt noch ein paar ab, damit Ruben noch auf seine 60% kommt. Der müsste jetzt irgendwas um die 59% von seinem Kampfrang tödlich haben. Und ich versuche heute mal die Folge in 4K aufzunehmen. Indem ich einfach diese DSR-Funktion nutze. Ich habe das schon immer mal gemacht, auch bei anderen Spielen, wenn ich für mich selber zocke, aber noch nie für eine Aufnahme benutzt. Hatte es letztens mal mit No Man's Sky probiert, aber da lief es dann nicht mehr so rund. Und ja, wir gucken mal, wie sieht es denn bei Ruben aus? 59%. Wir machen, wie gesagt, noch bis der seine 60% hat und dann versuchen wir mal was anderes. Denn dafür müsste ich ihn erstmal nach Hause schaffen, ins Bettchen bringen sozusagen, dass der mir nicht abhanden kommt, falls da was schief geht. Ich hoffe, das funktioniert und das sollte auch funktionieren. Schauen wir mal. Ja, komm her. Ich hatte vorhin schon mal noch ein bisschen eingesammelt, also ein bisschen Geld ist schon wieder auf der hohen Kante drauf. Jetzt hier fürs CG. Na, hör auf zu schilden. Wunderbar. Und weg damit. So, was haben wir noch? Haben wir vielleicht noch... Oh, das war nicht schlecht. 130 für eine Clipper. Haben wir vielleicht noch eine FDL? Typ 9 haben wir. Der ist natürlich sauber. Mika Reisenen. Der kommt nicht von hier, der kommt direkt aus dem Ikea. Machen aber nicht platt Ruben. Zumindest nicht direkt. Ich hatte erzählt, wir wollen uns auch nochmal eine Vulture anschaffen. Können das von mir aus auch nochmal mit einer Python und oder einer FDL oder sowas probieren. Ich habe da immer nicht so die Muße zu gehabt, wenn wir die mal ausgestattet hatten, mich damit länger zu beschäftigen, weil ich halt, Halleluja, weil ich ja schon halt die fette Corvette habe. Aber ich will es trotzdem. Ich möchte auch mit den anderen Schiffen wieder gut umgehen können. So. Und was wir aber nachher versuchen, wir schaffen Ruben nach Hause und steigen dann selber in den Fighter ein und versuchen da mal mit dem Fighter einfach so ein paar Gegner abzuschießen. Deswegen schaffe ich den nach Hause, dass der nicht mein Schiff übernimmt und mein Schiff halt nicht kaputt geht. Wäre jetzt nicht so schlimm. Wäre überhaupt kein Thema, wenn mein Schiff dabei platzen sollte. Aber wenn Ruben an Bord ist, oh, die verfängt sich dort im Asteroiden. Wenn Ruben an Bord sein sollte, wenn ich drauf gehe, wenn mein Schiff platzt, dann platzt Ruben mit. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen schmeißen wir den vor beim nächstgelegenen Sternhafen raus. Am besten natürlich in Kamadenu. Denn hier im System gibt es keine große, ich glaube, hier gibt es keine große Station. Nö. Zumindest keine Orbitale. Ich habe jetzt nicht auf den Planeten geguckt, aber ich glaube, hier gibt es bloß keine kleine. Ist aber nicht so schlimm, wir müssen eh zurück. So, das Kraftwerk ist schon mal kaputt. Wir müssen eh zurück die Kopfgelder abgeben und da... Hallo. Sehr schön. Noch ein Typ 9, den hatten wir schon. Noch eine Vulture. Hat vielleicht schon gereicht. Ah, hat noch nicht gereicht. Da ist noch eine Vulture im Dreierwing unterwegs. Curse. Ach, guck mal, der zockt auch. Das wäre schön. Ach nee, so heißt das Schiff. Lukas. Na, dann mal los. Ein Dreierwing. Eine gefährliche Vulture. Ich denke, nach den dreien dürfte es dann schon fast reichen. Ruben hat vorhin übrigens, was war das? Ein Gunship war das. Hat er fast im Alleingang auseinandergelegt. Das war noch irgendwie 4 Kilometer weit weg. Ich habe den schon mal vorgeschickt. Der ist ja deutlich schneller in seinem kleinen Fighter. Und hat er den das Schild nur runtergehauen und auf 75% Hülle gebracht. Ich glaube, der war auch bloß gefährlich vom Kampfrang her, aber nicht schlecht. Fand ich ganz geil. Jawohl, Schild ist runter. Komm, Ruben. Hitze auf kritischem Niveau. Oh, ich bin aus Versehen auf Schildzelle gekommen. Ja, das macht nichts. Das macht nichts, wollte ich gar nicht. Ich glaube bloß gewundert, wo die Überhitzung herkommt. Die Terminal Attack wird nicht auf mich geschossen. Die kleine Adder war es wahrscheinlich nicht. Ja, das
Community Van geht noch ein bisschen. Jetzt aktueller Stand für euch ist es gestern Abend 21 Uhr. Ich zeig's gleich mal, wie weit es ist. Na komm schon, die hält aber was aus. Ich geh kaputt. Jetzt will sie nochmal abdrehen, da komme ich doch mal hinterher. Los, Ruben. Gleich dreimal angreifen, genau. So, Stand aktuell. Ich habe vorhin aus Versehen eine Strafe bekommen. Achso, da rechts steht's. Ja, kurz vor Tier 7. Und ja, Top 50%. Mal schauen, ob wir noch in die Top 25% kommen. Komm, Ruben, noch eine Adder. Sehr gut. Guck mal, das macht er alleine. 24%. Kann man für Bergbau bestimmte Sachen upgraden? Ja, kann man, aber nicht, dass es sich lohnt. Ja, das geht, aber ich glaube dann eher Richtung Leichtgewicht und solche Scherze. Halt. So, Ruben, wie sieht's aus? Bist du jetzt endlich mal bei 60%? Immer noch nicht. Hier ist nichts mehr los, aber auch Streit wird gekämpft. Wir fliegen mal hier ein bisschen weiter runter. Auch da dürfte noch ein bisschen was los sein. Dürfte wirklich nicht mehr viel fehlen. Da, 60%. Geht doch. Gut, dann hauen wir ab. Ich drehe schon mal ab, dass wir direkt wegspringen können. Nochmal boosten. So, dann geht es erstmal heim nach Kamadeno in den Jan Market. Zack. So, Ruben, du verlierst gleich wieder deinen Fighter, aber das kennst du ja schon. Das ist so Tradition, einfach den letzten Fighter, den er gesteuert hat, einfach zerstören. So. Ich glaube, man hat es noch platzen hören im Hintergrund, hinten rechts. Da ist er, glaube ich, gerade geplatzt. Veränderung. Rettungskapseln befreien. Für eine 500.000. Ich glaube, die Drohnen kann man irgendwie pimpen. Die Abbaulaser, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die kann man überhaupt nicht upgraden. Die Sammeldrohnen. Ja, irgendwas geht da zu machen bei den Drohnen und bei der Raffinerie, wenn mich nicht alles täuscht, aber höchstens irgendwie auf Leichtgewicht oder auf Energie sparen oder so ein Kram. Also es lohnt sich nicht wirklich. Wobei, ja, ich weiß es echt nicht. Ich habe das noch nie in Betracht gezogen, auch noch nie gemacht. Wenn man natürlich die Abbaulaser, das ist jetzt reine Spekulation, ich kann jetzt nebenbei gerade Inara nicht aufrufen, wenn man die auf weniger, also dass die einfach weniger Energie ziehen vom Energieverteiler, das würde Sinn machen. Das wäre nicht schlecht. Müsste ich aber nochmal schauen. Ist nämlich heute deswegen, weil ich mal eine andere Aufnahme probiere, im Vollbildmodus spielen, was ich ja sonst nicht mache. Da ist es immer der randlose Fenstermodus, weil mir der sehr gut gefällt und ja, auch nie Probleme macht. Aber heute mit der Geschichte, mit der Auflösungserhöhung. Und damit meine ich nicht wie sonst. Ich zeige es mal ganz kurz. Man kann das ja hier einstellen. Das Super Sampling kannst du, wenn du die Auflösung an sich hochgeschraubt hast, kannst du das Super Sampling und eigentlich auch das Anti-Aliasing komplett rausnehmen. Da brauchst du eigentlich nichts mehr von Kantenglättung und so weiter. Ich habe es jetzt einfach mal drin gelassen, ja, weil das Spiel halt sehr performant ist und da eigentlich keine Schwierigkeiten weitermacht. So.
liefern wir den hier mal ab. Ach Mann, ey. Ja. Komm wieder zurück. An der Station ruckelt es ein bisschen. Wenn ich das Anti-Lasing rausnehmen würde, müsste es wahrscheinlich auch hier gehen. Wir sind hier aber gleich wieder weg. Wundert mich, ich hatte es ja vorher im Abbaustandort getestet, da waren es durchgehend 60 Frames, auch beim Kämpfen. Und da dachte ich, ja gut, dann kann es in der Station eigentlich nicht anders sein, aber doch, hier ist es weniger. Kontakte, geben wir es erstmal ab. 1,5 Millionen nochmal. Ja, vorhin beim Rausfliegen, da habe ich aus Versehen jemanden gestriffen. Eventuell war ich doppelt so schnell als üblich. Deswegen gab es da die Strafe. So. Ruben, du bleibst mal hier. So. Dann bleibt er fort. Und keine aktive Crew. Ja, ich weiß. So, dann geht's direkt weiter. Okay. Können wir so planen. Okay, hier sind es nur... Links unten sehen wir es gerade. Ja, schwankt so zwischen 50 und 60 hin und her. Trotzdem kam mir das Ruckeln gerade ein bisschen mehr vor. Na gut, nicht so schlimm. Wie gesagt, bloß Test heute mal. Und nein, ich habe nichts an meinem PC verändert, weswegen ich das mal probiere. Bloß ich hatte... jetzt gerade davor Destiny 2 die Beta aufgenommen und da dachte ich, probier's doch mal in 4K und das lief ganz gut. Und da dachte ich, kann ich auch mal so eine Testaufnahme mit Elite Dangerous machen. Ich habe das schon immer mal durch diese DSR-Funktion über die Nvidia-Grafikkarten kann man das machen, dass man da einfach die native Auflösung, diese dynamische, schlag mich tot, weiß nicht wie das komplett heißt, kann man da halt hochschrauben. Beziehungsweise den Faktor der Auflösung kann man da beeinflussen. Und das macht schon ein bisschen was aus in manchen Spielen. Gerade jetzt auch in Formel 1, da geht das auch ganz gut. Auch da sieht es deutlich besser aus, wenn man das hochstellt. Und wie gesagt, je höher die Auflösung, die reine Auflösung an sich ist, desto weniger bis gar kein Anti-Lasing braucht man in der Regel. So, wohin? Dahin. Und es sollte eigentlich, was ich ja hauptsächlich nicht testen möchte, auch im normalen 1080p Format auf YouTube dann besser aussehen, als wenn ich es direkt in 1080p aufnehme. Sieht auch schon besser aus, wenn ich es in 1440p aufnehme und hochlade, hatte ich mit der einen No Man's Sky Folge von gestern so gemacht. Aber No Man's Sky ist deutlich unperformanter als Elite Dangerous, obwohl da ja schon deutlich weniger passiert. Gut, auf dem Planeten ist unter Umständen mehr los, aber... naja, geht schon. So, dann probieren wir das mal. Fighter sind genügend an Bord. Mein Schiff dürfte eigentlich in der Zeit bloß rumstehen, während ich versuche, im Fighter da so ein bisschen was zu regeln. Natürlich würde ich mich eher an kleineren Schiffen versuchen, als an den großen Pötten. Ich überlege noch wegen dem nächsten Stream. Wir bräuchten noch einen Stream, müssten wir noch machen, um bis nach Colonia zu kommen. Ich überlege, ob wir den auch einfach wieder Freitag machen. Wieder so um die 3 Stunden müssten das werden. Oder wären das dann auf alle Fälle? Sind noch, wie viel waren das noch? 8000, 7800 Lichtjahre oder so? Eventuell kommen da noch mal ein paar Neutronensterne, dass wir die einfach noch nutzen können, um dann
einen kleinen Ticken schneller voranzukommen, vorausgesetzt es passiert nichts, wobei ich eigentlich nicht so eine große Lust drauf habe, da die Neutronensternroute für die letzten paar, weiß nicht, 2, 3, 4.000 Lichtjahre zu nehmen, bin ich noch am Überlegen. Aber ich würde jetzt mal so Freitag im Auge behalten, auch wieder am Abend. Freitag muss ich ein bisschen länger arbeiten, dass wir da irgendwas zwischen 19 bis 20 Uhr, wahrscheinlich eher 20 Uhr starten würden und dann einfach mal schauen, wie lange das dauert. Vielleicht kommt ja zufällig wieder irgendein interessanter Stream. Jetzt Anfang September müsste ja einer kommen von Frontier. Das könnten wir vielleicht auch nochmal versuchen, einfach einen Stream machen und den dann nebenbei einblenden. Das hat echt gut funktioniert mit dem letzten Star Citizen Stream, den ich mir dann so reingeholt hatte. Das war ganz okay eigentlich. Piu. Flup. So. Dann parke ich das so da hinten einfach mal in der Mitte der Kampfzone ungefähr. Dann packe ich mal den kleinen Fighter aus. Macht das Sinn, wenn ich vorher nochmal die Einstellung aufs System bringe? Ich glaube, die sind immer wieder zurückgesetzt, wenn ich dann wieder zurück ins Schiff komme. So. Wahrscheinlich werden wir zigmal platzen. Okay, los geht's. Licht an. In VR ist das geil. So. Uiuiuiui. Clipper, Clipper, Dropship, Assault Ship, ASP Explorer. Ja. Ich habe nur hier keinen Tötungsbefehlsscanner dran. Meister vom Kampfrang her, okay. Ich weiß jetzt nicht. Weiß auch gar nicht, was der hier für Waffen dran hat. Wir probieren es einfach mal. Uiuiuiui. Der dabei. Kühlkörper, Düppel. Düppel hat der dabei. Ui, 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 ui. Plasma-Fehlfunktion. Hält natürlich überhaupt nichts aus, der Fighter, das muss man dazu sagen. Ui, ui, jetzt erwischt er mich gleich. Düppel deaktiviert. Das war schon mit dem ersten Fighter. Moment, wir haben ja noch ein paar. Bloß wenn der jetzt genauso schnell kaputt geht, müsste ich warten, um den nächsten rufen zu können. Licht an. Da wird sich auch denken, Mann, der gibt einfach nicht auf, ne? Huch! Ah, ich hab gedacht, ich komme runter durch. Alter, Gott sei Dank. Hör doch mal auf. Hilft auch nicht, wenn ich irgendwo hinbooste. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Alter! Hör auf! Jetzt wird's langsamer. Nein, chill! Kollege! Ist gar nicht so einfach. So, ich mach den mal kurz platt. Haha. Problem ist, wir müssen jetzt warten. Der wird gleich fertig. Der dauert natürlich noch. Wir probieren es in der Zeit einfach mit dem Buggy. Geht natürlich nicht. Tja, das war schon mal sehr erbärmlich. Einmal Düppel hat er, relativ langsam, aber zäher als andere Fighter. Es bringt wahrscheinlich auch gar nichts, wenn ich die Einstellung der Pips auf System nehme, oder? Ich meine, das Schild ist sowieso so schnell weg von dem Fighter. Das ist eine Seitwinde. Die baut ab. Okay. Da ist noch eine ASP Explorer. Also langsam ist er nicht mit hier über 400.
eine Python. Das geht ganz schön ab. Ach verdammt, auf wen schießen die? Auf die ASP Explorer, Experte. Ja, komm schon. Die ist gesucht. Nicht wieder dagegen fliegen. Jawohl, komm schon, geh kaputt. Hab ich gedüppelt? Wieso hab ich gedüppelt? Hä? Warte mal, ich hab doch... Hab gar nicht... Ach so, die sind einfach... Wieso sind die deaktiviert? Ruben! So, okay, das war okay. Das ist eine Igel, das ist noch eine Sidewinder. Ich will mich erstmal mit kleineren messen. Aber wendig ist die Bude natürlich ohne Ende. Dreierwing. Nee, danke, das muss ich nicht haben. Die gehört dazu, dann doch eher die Viper vielleicht. Auch sauber. Dropship haben wir noch. Otto Baumgartner. Vor dem Anhalten, das hat nicht geklappt. Ballert er auf mein Schiff? Nee. Könnte mich eigentlich immer wieder hinter einem Asteroiden verstecken. Muss ich mal unter den durchtauchen, wenn es klappt. Jawohl. Oh nein, da kommt der Asteroid hinter mir. Den ich bloß noch im Augenwinkel gesehen. Uiuiui, das war knapp, ne? Shit. Schild ist deaktiviert. Weg, 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 weg. Das Schild wiederkommen lassen, bevor er mich hier weiter grillt. Ich kann mich ja so lange ein bisschen verstecken. Einfach, aber genial, sagt's ruhig. Mann! Ey! Lass das Schiff in Ruhe! Kann die aber schön mit ärgern. Vor allem boosten kann die kleine Kiste hier ohne Ende. Ja, nicht getroffen. Ah, okay. Ich habe gedacht, er schießt mich jetzt eigentlich ab ohne Probleme. Leben hätte ich nicht gedacht. Sieben Prozent Hülle, 4% Hülle. Okay, das war's. Und nochmal. Macht aber echt viel Spaß. Also, hätte ich nicht gedacht. So, los. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Bleibst du hier?
Da. Boah, ist die Bude wendig, ey. Krass. Okay, das war doof geboostet. Ja, Börschchen. Weiß nicht wohin, ne? Komm schon, vielleicht kriegen wir das Schild noch irgendwie runter. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Baumgartner, lass mich Ruhe. Ui, 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 ui. Jetzt weiß ich, warum die so nervig sein können. Aber nicht erwischt gerade, also das war wohl doch ein kleines bisschen, oder weiß ich nicht, irgendwas. Ah, shit. Alter, der ist nicht schlecht. Der ist ganz geil. Oh, der geht ab. Wie sieht's mit dem anderen aus? Der ist schon wieder fertig. Na dann los. Doch, der zweite gerade, der imperiale Fighter, der sogenannte Imperial Fighter, hat mir steuerungstechnisch dann doch ein bisschen besser gefallen. Oh. Doof. Sorry, Kollege. Komm schon, ich will wenigstens irgendwie noch sein Schild runterkriegen. Aber der schildet sich immer. Aber irgendwann hat auch das ein Ende. Oder meine Fighter haben ein Ende. Das kann natürlich auch sein. Das war nicht schlecht, aber der hat mir... Ne, der hat mir gar nichts weiter zugesetzt. Okay. Das war knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenigstens das Schild weg. Wenigstens das Schild. Wenigstens einmal weg. Ah, der schildert sich immer wieder. Ja. Ah, nein, 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 nein. 3%. Easy. Oh, der hat wieder volle Schilde. Okay, da. Huch. Da war was im Weg. So, der ist aber wieder fertig. Nice. Geil. Der hat richtig Bock gemacht. Puh. Komm her, du Banause. Der ist so wendig, ich geh kaputt, ey. Krass. Ich muss das mal mit der Oculus aufnehmen. Ich glaube, das wäre sehr witzig. Oh Gott. Komm schon, unsere Chancen, dem das Schild wegzunehmen. Ja! Also das artet schon echt eine Arbeit aus hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Yeah! Schild ist down, nice. Jetzt gehe ich auf dein Kraftwerk. Aber warte noch kurz, bis ich wieder. Ah, nee. Haha. Genial, genial. Der hat aber auch gleich wieder Schilde. Ah, oh, fuck. Ich hab gedacht, da komme ich zwischen den Trägern dann nochmal vorbei.
Okay, auf alle Fälle richtig geil. Ich glaube, ich mache da noch mal eine Aufnahme. Vielleicht nicht gleich, weil ich... Aber dann mal noch mit der Rift dazu. Das ist ja geil. Das ist so schon schnell und eng. Nice. Gefällt mir. Ich hau den jetzt mal so weg. Ich scanne den vorher noch mal. So, komm. Das ist jetzt Feierabend machen, Bürschchen. Jetzt kannst du düppeln. Jetzt kann man düppeln. Ich glaube, ich baue mir zwei von den imperialen Fighter ein. Also, unfassbar wendig. Richtig krass. So, ich habe noch kurz gewartet, bis der Scan durch ist. Und jetzt hauen wir weg. Jo, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch. Haben sogar noch geschafft, bevor er wieder Schilde bekommen hat. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und hat mega Bock gemacht. Und, oh nee, jetzt habe ich mega gesagt. Ich hasse das, wenn die Leute mal mega sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine Wonne, mit dem kleinen Vater mal selber zu fliegen. Beziehungsweise nach langer Zeit dann mal wieder selber mit zu fliegen. Und das können wir gerne nochmal wiederholen. Von mir aus dann auch gerne mal mit der Rift auf. Ich denke, da brauche ich danach eine Nackenmassage, wenn ich mich da selber dann in einer Tour umschaue, wo denn der Gegner ist, weil das kleine Schiffchen so schnell und wendig ist. Auf alle Fälle richtig geil. Was war das? Keine Ahnung. Achso, der Fighter ist komplett fertig gebaut im 3D-Drucker. Sehr gut. Ja, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.